Hallo und willkommen zu einem neuen Gelesen-Update. Ich habe echt versucht, diesen Monat mal ja wieder etwas mehr zu lesen, aber ja, ich denke mal, es ist mir nur zum Teil gelungen. Irgendwie wollte es diesen Monat wirklich nicht. Deshalb hoffe ich, dass es nächsten Monat wieder etwas mehr wird. Aber ich fange dann auch schon an. Und zwar habe ich als erstes gelesen Waiting for Spring Band 3. Hat mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen. Ja, es geht jetzt nun so langsam, ich sag's mal, ja, Endphase nicht, aber der, ja, die Rundenspiele für die Jungs im Basketball ist jetzt nun gekommen und Mitsuki will natürlich sie wieder anfeuern und ja, wie gesagt, hat mir sehr gut gefallen. Es ist dann auch, ich sag mal, zu einem kleinen, ja, Zwischenfall zwischen Aya und Towa gekommen. Sie sprechen zwar vom Basketball, aber sagen dann ja, wenn ich gewinne oder ja, so, ich gebe sie nicht auf oder so. Jedenfalls weiß man ganz genau, dass es nicht nur um Basketball geht, sondern auch um Mitsuki. Und hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und auch ansonsten wieder ein sehr, sehr schöner Band. Wieder sehr interessant. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie es im nächsten Band weitergeht. Dann habe ich auch schon weitergelesen. 31 I Dream Band 4. Und hier muss ich zugeben, das ist der erste Band der Reihe, den ich mal nicht so naja fand, sondern der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ja, ich, Chicago, ich musste nochmal nach dem Namen gucken, hat jetzt ihm erzählt, dass sie, als ihr jüngeres Ich nun mit Rukun zusammen ist und ja, wenn man bedenkt, dass sie in Wirklichkeit schon so alt ist und etwas mit einem, ich sag mal, 15-Jährigen anfängt, ist das schon etwas komisch, auch wenn sie in dieser Gestalt jünger ist. Aber ja, man hat dann halt so ein bisschen in die Beziehung einen Einblick bekommen von Rukun. Die Familie hat man kennengelernt und ja, die zwei sind dann auch zusammen auf ein Date gegangen und es hat ihr eigentlich sehr gefallen. Und ja, sie, denke ich mal, oder hat gesagt, dass sie sich so ein bisschen in ihm verliebt hat. Aber im Showbiz ist es ja auch nicht immer einfach, wenn jetzt die Fans rausfinden, dass ja, der Star in einer Beziehung ist, dann ist die ja, Unterstützung nicht mehr ganz so. Und ich denke deshalb, oder aus welchem Grund auch immer, oder ich habe ihn überlesen, hat sich die Gucci dann am Ende ja halt dagegen entschieden, diese Beziehung weiterzuführen und hat dann irgendwas erzählt und habe ich mir so gedacht, okay, was geht denn jetzt hier ab? Und ja, aber wie gesagt, dieser Band hat mir doch erstaunlich gut gefallen. Allerdings, ja, bin ich mal gespannt, was sonst noch so passiert. Ich hoffe aber auch, dass die Reihe jetzt nicht so allzu lang wird, aber ich lasse mich einfach mal überraschen. Dann geht es weiter mit einem Einzelband, den ich gelesen habe, und zwar Meine wunderbaren Brüder. Ja, muss ich ehrlich zugeben, ich war jetzt nicht so ganz davon begeistert. Es geht halt um ja, um Ayumi, heißt sie Ayumu, um Ayumu, die mit drei Brüdern zusammen in einem Haus wohnen und die Brüder ja, sind halt immer da, versuchen sie beschützen, sind immer in ihrer Nähe, wenn irgendwas ist und lassen sie so gar nicht richtig los und sie wird von ihnen so ein bisschen bedrängt und ja, ich habe schon an Anfang gedacht, oder beziehungsweise als ich schon das Cover gesehen habe oder die Inhaltsbeschreibung, dass da irgendwas nicht ganz koscher ist und es hat sich dann natürlich auch herausgestellt, dass sie alle gar nicht wirklich verwandt sind und die drei Jungs einen Pakt beschlossen haben, Ayumu nichts von ihren Gefühlen zu erzählen. Ich weiß jetzt nicht, ob es für immer war oder nur bis sie erwachsen ist, aber ja, hat ja dann doch nicht so geklappt, weil jeder dann Annäherungsversuche versucht hat und
Ayumu hat dann natürlich auch erfahren, dass sie nicht verwandt sind. Und ach, dann war am Ende noch so ein kleiner Drama. Da kam, ich weiß nicht, irgendein Onkel oder wer auch immer das war, wollte Ayumu mitnehmen, weil nun der Vertrag zerbrochen ist. Und am Ende gab es dann einen neuen Vertrag, dass die drei Ayumu nichts antun werden oder beziehungsweise sich ihr nicht von den Gefühlen her nähern, bis sie erwachsen ist beziehungsweise volljährig. Und am Ende hat sie dann halt einen ihrer Brüder, ich sag mal so in Anführungsstrichen, die ja gar nicht Brüder sind, dann auch geheiratet. Und ja, also ich muss ehrlich zugeben, ist jetzt nicht der erste Band mit dieser Thematik, Geschwister, nicht Geschwister, aber der Einzelband hat mir irgendwie nicht so wirklich gefallen. Und ja, ich war auch ehrlich gesagt froh, als ich den beendet habe. Dann machen wir weiter mit One Piece Party Band 2, habe ich natürlich auch wieder gelesen. Es gab mal wieder kleine lustige Geschichten. Zum Beispiel kam der Davy Backfight zurück. Hat mir ganz gut gefallen, war sehr lustig. Es sind halt so eine, ja, ich sag jetzt einfach mal Parodien oder beziehungsweise Geschichten, die hätten anders verlaufen können. Und ja, haben mir, also mir hat dieser Band sehr gut gefallen. In einer Geschichte verirrt sich auch Zorro und landet dann plötzlich bei Hancock und den frei, also auf Amazon Lily bei den Inseln. Und ja, er will einfach nur zurück und am Ende sagt er dann, dass er zu der Crew gehört. Und ja, also ist wirklich sehr, sehr lustig gemacht. Mir gefällt der Zeichenstil auch sehr toll. Und ja, einfach für zwischendurch was Lustiges. Kann man sich geben und ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Und ich freue mich auch hier schon sehr auf den dritten Band. Und dann habe ich auch endlich eine neue Reihe angefangen, die ich schon länger lesen wollte. Und zwar Buddy Go Band 1. Es geht um Ai, die, ja, ich sag mal, ziemlich schüchtern ist und aber sehr gerne tanzt, aber ja, sie traut sich das nicht so und deshalb verwandelt oder verkleidet sie sich als Junge und macht dann solche Tanzvideos, die dann die Leute im Internet angucken können. Und jedenfalls trifft sie dann auf Hayate, der im Moment, ja, ich sag mal so, angesagt ist und die beiden duellieren sich gegeneinander, tanzen miteinander und harmonieren auch ziemlich gut zusammen, sodass die Managerin von Hayate einfach mal bestimmt, ja, ich mache euch zwei berühmt, ich bringe euch als Gesangsduo groß raus. Und ja, Hayate und Ai müssen jetzt als Team oder als, ich sag mal, als Partner zusammen trainieren und alles, was dazu gehört. Hat mir sehr gut gefallen, der erste Band. Es ist auch witzig zu sehen, wie Ai versucht, ja, es darf halt keiner wissen, dass sie ein Mädchen ist, wobei die Produzentin, oder ja, ich glaube, das war die Produzentin, es schon weiß. Also es ist sehr toll mit anzusehen und gefällt mir sehr gut. Auch die Beziehung zwischen Ai und Hayate gefällt mir auch sehr gut. Mir gefällt der Zeichenstil. Also erster Band war richtig toll. Ja, wie gesagt, Ai will ja auch versuchen, dass nicht rauskommt, dass sie in Wirklichkeit ein Mädchen ist. Und am Ende des Bandes hat Hayate ja eine SMS geschrieben und dann klingelt das Handy von Ai, das da auch liegt. Und vorher hat er auch schon so einen Verdacht, ob Ai nicht in Wirklichkeit das Mädchen ist, was er da getroffen hat. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend, hat mir sehr gut gefallen und ich freue mich schon sehr, sehr darauf, den zweiten Band zu lesen. Und weiter geht es mit dem nächsten Manga, den ich gelesen habe. Und zwar habe ich es endlich geschafft, eine neue Reihe anzufangen. Ich habe den ersten Band von Horimiya gelesen. Und ich muss sagen, er hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ja, es geht halt um Hori und ich glaube Miyamura, die halt ziemlich unterschiedlich sind. Hori ist in der Schule, ja, ich sag mal, beliebt, immer schick angezogen und Miyamura sieht halt so ziemlich streberhaft aus und dann, wenn sie zu Hause ist, verwandelt sie sich total, ja, zieht halt, ich
sag mal, lässige Klamotten an, putzt, kümmert sich um den Haushalt, kümmert sich um ihren Bruder. Und dann taucht plötzlich dieser Typ auf und ja, er sagt dann, dass er Miyamura ist und Hori total geschockt, weil er total anders aussieht als in der Schule und ja, also das war echt eine Überraschung. Es kommt dann halt auch dazu, dass sich die beiden dann öfter zu Hause treffen, ja, sich um den kleinen Bruder von Hori kümmern und zwischen den beiden entwickelt sich eine oder fängt an, sich eine Freundschaft zu entwickeln. Und ich muss sagen, mir hat der erste Band richtig gut gefallen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, den zu lesen. Und ja, ich freue mich schon sehr auf den zweiten Band. Dann habe ich auch wieder eine Reihe abgeschlossen. Und zwar Demon Chick X Hack Band 1 und Band 2. Und ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, was ich von diesem Band bzw. von der Reihe halten soll. Ich fand sie jetzt nicht mega schlecht, aber sie war jetzt auch nicht super gut. Giselle ist ein, ich sag mal so, ein Dämon und hat vor Jahren einen Vertrag mit einem Jungen geschlossen, den sie aber nicht vollenden konnte. Und Jahre später, als sie dann erwachsen ist, will sie nun den Jungen wieder treffen und ihm den Wunsch erfüllen. Deshalb verkleidet sie sich als Junge und, ja, ich sag mal so, schleust sich dann in die Schule ein. Sie trifft dann auch auf den Jungen. Allerdings hat er sich ziemlich verändert und ja, sie will halt alles daran setzen, seinen Wunsch zu erfüllen, beziehungsweise sie will an seiner Seite sein und ja, es passieren dann halt so ein paar Dinge, ja, also der erste Band war eigentlich noch relativ gut und spannend und hat mir auch gut gefallen, aber der zweite Band, ich weiß nicht, da kam plötzlich so ein Wechsel, ich weiß nicht, weil Giselle hatte, oder ja, hat sich eigentlich zu ihm hingezogen gefühlt, also zu dem Jungen, mit dem sie den Vertrag damals geschlossen hat und dann später hat sie plötzlich Gefühle für ja, ihren Begleiter, also ihre Katze, die immer ihr Begleiter war, der in Wirklichkeit aber ein Mensch ist und nur, ich sag mal, verzaubert oder von einem Fluch belegt wurde und seine Erinnerung verloren hat. Und ja, er hatte Gefühle für Giselle und am Ende ja, kommt nun raus, dass das alles ein, wie sie gesagt, ein Fluch oder so war. Ich weiß auch nicht, aber sie hat sich plötzlich eingestanden, Gefühle für ihn zu haben. Also der ist ja die Katze und ich weiß auch nicht. Also das Ende kam mir irgendwie so ein bisschen abgehakt vor. Da waren plötzlich Gefühle, wo man im ersten Mal überhaupt nichts von mitgekriegt hat. Und ja, also wie gesagt, ich weiß echt nicht, was ich genau dazu sagen soll. War okay, aber ja, so großartig war die Geschichte leider nicht. Wir machen weiter mit Band 2 von The Ones Within. Hat mir auch wieder sehr gut gefallen. Hier ging es noch ein bisschen weiter. Ja, erstmal mit dem Kampf um, oder mit Paka. Die zwei haben sich ja in diese Etage geschlichen, wo sie nicht durften. Und war halt auch wieder eine sehr tolle Reihe. Ja, toller Band. Ja, mit diesem Simulationsspiel, was noch im Band davor angefangen hatte, ging es nun auch weiter, beziehungsweise zu Ende. Sie haben es sozusagen geschafft, die Aufgabe zu erfüllen und haben es dann geschafft. Es sind auch wieder mehr Zuschauer-Views dazugekommen und ja, also ein sehr, sehr toller Band, sehr spannend, hat mir auch wieder gefallen. Wieder, ja, wie gesagt, hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Und ich glaube, einige haben da doch irgendwas zu verbergen, was sie nicht sagen möchten. Und ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Gut, als nächstes habe ich wieder eine neue Reihe angefangen. Und zwar XXMe Band 1, Band 2, Band 3 und Band 4. Ja, zu XXMe brauche ich eigentlich nicht viel sagen. Ich glaube, die meisten werden es kennen. Es geht halt um Yukina, die einen Handy-Roman schreibt und ihre Leser wünschen sich mehr, ja, mehr Gefühle und sie hat gar keine Ahnung davon und zwingt dann
dem, ich sag mal, Schulschönling darum, in Missionen ihr beizubringen, was, ich sag mal so, was Liebe oder Verliebtsein ist. Und da ist eigentlich dieses Hauptthema. Und ich muss zugeben, ich habe ihn als Shigure am Anfang, ich habe gedacht, was ist das für ein Schnösel, konnte ich überhaupt nicht leihen. Aber ich habe ja 4 Bände gelesen und ab Band 3 oder so, muss ich sagen, finde ich ihn doch ganz in Ordnung. Jedenfalls bis jetzt. Ich weiß ja noch nicht, was passiert. Aber mir haben die ersten 4 Bände sehr, sehr gut gefallen. Also kann ich nicht anders sagen. Wirklich haben mir richtig gut gefallen. Geschichte gefällt mir bis jetzt auch. Mir gefallen auch die Charaktere. Bis auf Mami, die jetzt aufgetaucht ist. Also wirklich, dieses Vibe ist ja so hinterlistig und will, dass ja, Shigure ihr gehört und ja, leitet Yukina so in eine Falle. Also sie kann ich überhaupt nicht leihen, aber ansonsten gefällt mir die Reihe bis jetzt sehr gut und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Dann geht es mit einem Einzelband weiter und zwar Spiel nicht mit meinem Herz. Ich hatte ja im Update gesagt, weil ich durchgeblättert habe, das, was ich gesehen habe, war jetzt nicht so meins. Aber ich muss sagen, mir hat das erste Kapitel in diesem Band gefallen, weil es darum um 2 Charaktere aus einem anderen Einzelband ging. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber die Hauptgeschichte fand ich jetzt eigentlich auch nicht so schlecht. Bis zu dem Teil, wo, ich weiß nicht, wer war es denn? Hat man hier irgendwie ein Bild? Nee, ich glaube nicht. Oder doch? Ja, doch, wo er hier... Nein, Quatsch. Ist gar nicht so einfach, hier irgendwie eine Seite zu finden, die mal etwas Normales. Ja, jedenfalls, wo er hier, also er, von ihm, naja, bedrängt wird, weil er in ihn verliebt ist, und aber er ja einen Freund hat. Und dann macht der da mit ihm rum und er will das gar nicht und dann taucht ihm sein Freund auf und also ich weiß nicht, also diese Szene hat mir nicht so gefallen, aber ansonsten fand ich ihn ganz in Ordnung, muss ich sagen, und ja. Und dann habe ich auch weitergelesen und zwar One Piece Band 82. Es geht endlich nach Whole Cake Island, beziehungsweise am Ende des Bandes sind sie in Whole Cake Island angekommen. Vorher haben sie noch erfahren, was es nun mit Momonosuke auf sich hat. Ja, dass er zum Kozuki-Clan gehört und dass sie sozusagen die Pornoglyphen erschaffen haben, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also war sehr, sehr spannend, hat mir sehr gut gefallen. Und ja, dann haben sie Su verlassen. Die ganzen Könige sind auf den Weg nach Marijoa. Oh Gott, hieß das so? Ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf. Und ja, weil die Reverie beginnt. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Auch ich freue mich auf Whole Cake Island. Ich hoffe, es wird wieder sehr spannend. Der Anfang hat mir schon sehr gut gefallen. Mein neuer Lieblingscharakter ist auch schon aufgetaucht. Und zwar Reiju. Ich mag sie sehr, sehr gerne. Und ja. Wie gesagt, der Band hat mir sehr gut gefallen und ich freue mich auch hier schon darauf, den nächsten Band zu lesen. Das war's dann auch schon mit dem Gelesen-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!